eben Mario Strohschenk, 35 Jahre alt, verheiratet und zwei Kinder und beruflich bin ich bei der AMAG als Autoverkäufer tätig. Die Motivation für den Gemeinderat zu kandidieren war eigentlich, der Gemeinde etwas zurückzugeben. Ja, wie man hört, der Dialekt, der kommt nicht von hier. Ich wurde vor vielen Jahren hier aufgenommen in der Gemeinde, integriert in der Gemeinde und das würde ich gern zurückgeben. Also dieses wieder Leuten, die dazukommen, auf Dresa kommen, von Dresa sind oder eben nicht, können hier besser in das Gemeinsleben zu integrieren, vielleicht ein offenes Ohr zu haben für jemanden oder für jemanden, der eben auch nicht von hier ist. Ich durfte beobachten, dass die Gemeinde Dresden immer sehr starke und tollen Zusammenhalt gehabt hat, der sich mit den Jahren und natürlich auch mit der Infrastruktur, die hier erschaffen wurde, immer besser ausgebaut hat, dass Jung und Alt zusammenkommen, jedoch Jung und Alt auch ihre Plätze versucht haben zu sichern und zu bekommen. Und das sollte für mich ein Anreiz sein, dort können besser zu integrieren, einfach zu sagen, hey, wie können wir miteinander, wie soll man miteinander und wo finden wir eure Plätze? Durch meine Profizeit, sei es als Musiker oder beim Fernsehen, bin ich natürlich auf so ganze tolle Dinge wie Vereinsleben mit Möglichkeiten zu Events, Kulturbräuche, die am Leben halten, fast schon prädestiniert, aber natürlich auch durch meinen erlernten Beruf als Marketing- und Verkaufsfachmann. Dort können wieder KMU-Unternehmen den Sitz wieder zurück nach Dresden bringen, um dort in einer tollen Gemeinschaft, in einer tollen Infrastruktur auch ihre Firma weiter auszubauen.